Der Knoblauch ist eine ausdauernde, krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis 90 cm. Die flachen, bläulich-grünen, spitzen und linealischen, kahlen Laubblätter mit Blattscheide sind bis zu 15 bis 30 mm breit und bis 50 bis 80 cm lang. Als Überdauerungsorgan wird eine 5 bis 7 cm große Zwiebel gebildet, die von einer dünnen, weißen oder rötlichen, papierigen, trockenen Hülle, Tunica, umgeben ist. Sie besteht aus den etwa 5 bis 20 Beiknospen der Blätter, Zehen, Klauen. Eine solche Zehe setzt sich aus dem von einem fleischigen, verdickten Niederblatt umgebenen Vegetationskegel und dem schützenden, Zehenhüllblatt zusammen. Jeweils 3 bis 5 dieser Zehen sind dann von einem trockenen Zwiebelblatt, Niederblatt, umgeben, welche alle zusammen die Tunica bilden. Die Pflanze besitzt ausdauernde Zwiebeln, die sich vegetativ vermehren. Zum einen bilden sich um die Zwiebeltochterzwiebeln, die sogenannten Zehen, zum anderen bildet sich bei einem Teil der Population im Sommer ein Stängel, der ein Paket der deutlich kleineren Brutkörper, auch Bulbillen genannt, ausbildet. Die Zehen schmecken sehr scharf aromatisch, ihr Saft ist klebrig, aus der Mitte der Zwiebel treibt ein stielrunder Stängel aus, die Blattscheiden der Blätter formen einen langen Pseudostängel, der kurze echte Stängel ist nur an der Zwiebelbasis. Der stielrunde, sehr lange, 50 bis 100 cm, und aufrechte Blütenstandschaft trägt einen fast kugeligen scheindoldigen Blütenstand mit einigen Blüten. Neben den meist unfruchtbaren Blüten entwickeln sich in einem spitzen, papierigen Blatthütchen, Schwarta, etwa 10 bis 20 runde Brutzwiebeln, Bulbillen. Die lang gestielten, grünlich, weißen oder rosa, rötlichen, zwittrigen Blüten sind dreizählig mit einfacher Blütenhülle. Die 6 Tepalen und die Staubblätter, mit länglichen Anhängseln am Grund, stehen in zwei Kreisen, der Fruchtknoten ist oberständig. Es werden selten dreiklappige Kapselfrüchte mit schwärzlichen, skulptierten Samen gebildet. Die Chromosomenzahl beträgt 2n ist gleich 16. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.